Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Bundesliga-Fans, auf eurem Lieblingskanal, dem YouTube-Kanal mit der Mordschau, beziehungsweise heute mit den verpassten Desochis aus der Bundesliga, dem zweiten Spieltag und natürlich dem Weckruf, denn nächste Woche ist schon der dritte Spieltag, nächsten Donnerstag. Ja, da hoffe ich, dass trotz Vorweihnachtsstress keine Partien ausfallen, ihr schön auf eure Erinnerungs-E-Mails der Teammanager antwortet und so weiter, dass alles reibungslos läuft. Aber jetzt erstmal noch hierzu ein paar verpassten Desochis. Ach ja, und bevor ich anfange, noch der Hinweis oder die Info, dass ich jetzt professionell arbeite hier. Ich habe auch einen Merch-Shop eröffnet. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal schauen, wer sich für sowas interessiert oder noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und jemanden kennt, der sich dafür interessiert. Könnt ihr euch da ja mal umschauen. Damit unterstützt ihr dann auch diesen Kanal. Jetzt sogar dann finanziell. Ansonsten bin ich natürlich nach wie vor immer froh über Abos, neue Abonnenten, Daumen hoch, nette Kommentare oder auch konstruktive Kritik. Da wisst ihr ja, wo das alles hingehört. Also jetzt zu den Partien. Ich habe insgesamt 3 Partien rausgesucht, aber da gab es mehr als nur 3 Stellen zu besprechen. Wir fangen jetzt mal hier an mit der Partie zwischen Yukai Law, 2 dann für Tridux und Roman Gerloff, 1 dann für Hamburg Pauli aus der ersten Liga. Ja, da hat Roman Gerloff schwarz und Yukai hat weiß. Die Partie lief bis hierhin ziemlich gut für schwarz, also hat hier oben sehr viel Gebiet bekommen. Hat sich hier im Zentrum relativ problemlos eingenistet, sag ich mal, und hat jetzt einfach ein paar Pünktchen mehr. Und Weiß hat hier auch noch ein bisschen Probleme mit der Gruppe, wenn Schwarz hier jetzt wie folgt gleich diese Steine hier rauszieht. Wenn man hier mal reinsticht und man nicht antworten darf, dann sind da plötzlich schon wieder 6 Steine, also 12 Punkte weg. Und eben das Auge. Und hier, ja, weiß man auch noch nicht, ob das wirklich Augen werden. 1 wahrscheinlich schon, aber nicht in Vorhand, wie es aussieht. Ja, dann haben sie das hier so gespielt, so. Und dann hat Schwarz da gedeckt. Schwarz hätte auch erstmal einmal noch hier spielen können, weil selbst wenn Weiß hier spielt, kann er jetzt ja nicht mit so einem Desochi hier die Steine fangen. Es sieht zwar irgendwie so aus, als könnte man die kriegen, aber die Treppen laufen ja alle nicht, geht das, gehen da auch nicht. Und vor allen Dingen, selbst wenn es klappen würde, könnte Schwarz ja hier jetzt auch noch einen Atari geben und sich da irgendwie so ein bisschen durcharbeiten. Aber ja, das wäre schon vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Schwarz spielt vielleicht auch zu Recht eher die sichere Schiene hier, denn Schwarz führt ja. So, und der Zug ist jetzt aber dann definitiv zu langsam. Also den sollte man hier spielen, damit man hier später mit Atari rein kann und sich dann den Augenraum dieser Gruppe nochmal anschauen kann. Das hat Schwarz hier verpasst, ganz eindeutig. Aber sicher ist sicher, nicht wahr? So, dann da, alles okay. Und dann macht Weiß dann doch erstmal hier Augenraum. Jetzt plänkeln sie hier so ein bisschen rum. Letztlich passiert da aber überall nicht viel. So, Weiß, Schwarz deckt da. Ist vielleicht größer sogar hier zu spielen, aber beides eigentlich nicht so wichtig. Denn hier kann man ja auch noch irgendwie da mal reinstechen und sich diese ganze Form dann nochmal angucken. Schwarz oder Weiß muss wahrscheinlich am Ende hier in seinen 3 Punkten nochmal spielen, damit er hier überhaupt lebt. Und wenn dieser Stein gerettet ist hier, also wenn man jetzt zum Beispiel hier so spielt, so und dann da, dann ist das hier auch schon wieder Vorhand auf den Schnitt. Sieht zwar erstmal nicht so aus, also wenn Weiß jetzt irgendwie da deckt, dann kann Schwarz aber hier spielen. Und wenn Weiß jetzt hier deckt, dann geht hier dann an ein Atari, was Weiß ja nicht decken kann, weil dann alle Steine verloren sind. Also müsste jetzt auf diesen Zug hier Weiß da antworten. Und wenn jetzt hier Schwarz da irgendwo durchschneidet, dann wären das hier halt keine 2 Augen mehr. Also das ist schon wirklich unangenehmste Form. Deswegen wäre das hier die ganze Zeit mal ein interessanter Zug gewesen. Ja, Weiß fängt dann da. Soweit, so gut. Und dann Schwarz fängt dann diesen Stein. Das ist ein bisschen zu klein und gibt vor allen Dingen Schwarz auch und gibt vor allen Dingen Weiß auch gute Chancen. Wenn
Schwarz einfach hier spielt, hier und dann irgendwas macht, ich weiß gar nicht, was jetzt am größten ist, dann hat er einfach mehr Punkte, keine Ahnung, 10 oder 15 vielleicht. Hab die genauen Daten der KI-Analyse schon wieder vergessen. Dann wäre aber halt nichts passiert. Jetzt gibt Weiß dieses Atari und Schwarz deckt da und das ist definitiv jetzt ein Fehler. Also Schwarz kann diesen Stein eigentlich nicht retten, er muss hier spielen. Denn da kommen gleich die Suchis. Oder hätten kommen können, sollte ich vielleicht besser formulieren. Denn Schwarz hat hier halt rausgestreckt und Weiß hat jetzt hübsche Suchis. Das Hübscheste, was ich gar nicht gesehen hatte, ist, dass Weiß vielleicht jetzt schon hier spielen kann. Wenn Schwarz da antwortet, dann spielt Weiß hier und jetzt kommt Schwarz hier ja nicht mehr raus, ohne sich dabei eine Freiheit zu nehmen. Und auch dieses Semi-Ei gewinnt halt auch nicht. Und wenn Schwarz diese, wir sind 6 Steine hier verliert, dann verliert er wohl auch die Partie inzwischen. Da sind ja auch noch ein paar Punkte weg dabei. Was hat Schwarz für Alternativen? Er könnte vielleicht hier spielen. Ja, aber dann geht der. Und wenn Schwarz hier spielt, geht der. Und wenn Schwarz da schlägt, kann man hier schlagen. Und jetzt kann Weiß ja wieder hier anbinden oder in der Ecke leben. Also ist auch alles kaputt. Also das ist schon ganz hübsch, wie das hier alles zusammenpasst, die weißen Trümmersteine. Das wäre dann im Prinzip die Partie gewesen, wenn Weiß den hier gefunden hätte. Weiß hat den gespielt, Schwarz hat da geantwortet. Muss er vermutlich auch, ne? Ja, und jetzt hätte Weiß immer noch hier spielen können. Nicht mehr ganz so hübsch, aber immerhin. Was kann Schwarz jetzt spielen? Schwarz kann jetzt natürlich hier spielen, aber diese Steine sind dann hier doch wieder mit Atari weg, ne? Also so, dann sind diese hier auch wieder alle weg. Würde also auch reichen noch. Wenn Schwarz dann noch ein bisschen schlauer ist, dann spielt er von dieser Seite. Denn dann sind ja auch diese hier auf Atari. Wenn Weiß jetzt hier spielt, dann kann Schwarz hier spielen, da und dann hier nochmal untenrum vielleicht mit Co. verbinden. Ich überlege gerade, was passiert, wenn Weiß hier rausstreckt. Dann passiert dann ein Unglück. Also muss Schwarz sogar von dieser Seite Atari geben. Ne? Ja, also alles nicht so ganz einfach. Aber hier hätte Schwarz sich schon ziemlich strecken müssen, um dann noch eben die Verbindung hinzubekommen. Aber leider hat Weiß diesen Schnitt hier nicht gesehen. Also vorher schon das Anlegen wäre ideal gewesen. Aber nach dem Zug hier ist mit dem Schnitt auch noch die Partie dann sehr knapp. Weil Schwarz irgendwie, ja, doch hier alles anbinden lassen muss. Hier ist jetzt in der Partie die Sache dann doch relativ einfach. Gut, der ist jetzt auch Vorhand, aber das war es dann jetzt. Hier hat Schwarz seine Punkte behalten. Der Stein ist nicht verloren gegangen. Und Schwarz steht noch gut. Das sind zwar jetzt nur noch so ungefähr 5 Punkte, aber reicht ja. Hiernach ging es dann auch wieder in die andere Richtung. Also hat Schwarz dann seine Führung wieder ausgebaut, weil Weiß vielleicht ein bisschen versuchen musste oder versucht hat, was dann nicht geklappt hat. Und Schwarz hat am Ende die Partie gewonnen. Aber hier dieses Anlegen, hier hatte ich da auch noch zu dem Zeitpunkt gar nicht wahrgenommen. Ich hatte nur nach dem Zug hier gesagt, warum schneidet Weiß denn nicht da? Weil er in Durchsicht und erst die KI hat mich dann hinterher auf den sofortigen Anleger gebracht. Ja, hübsches Tesuchi hier. Auch diese Sache hier mit der weißen Zentrumsgruppe fand ich sehr interessant. Also, ja, lohnt sich auf jeden Fall, sich die Bundesliga-Partien oder einen Großteil der Bundesliga-Partien mal im Detail anzusehen. So, dann schauen wir jetzt mal hier in die nächsten Partien rein. Die nächste Partie lade ich gerade mal hoch. Ja, und diese Partie stammt aus der zweiten Liga, aus der Begegnung Hamburg Connect gegen Stuttgart. Und zwar war das die Begegnung am Damenbrett, am ersten Brett zwischen Chu Folglu und Anna Melnik für Hamburg. Also Chu für die Stuttgarter und Anna für die Hamburger. Und hier kam dann erstmal hier bei dem ersten Joseki schon sportlicher Pinzer, wie ich eigentlich finde, vor dem
schwarzen, vor dem weißen Hintergrund hier. Aber ja, kann man ja heutzutage alles spielen. Was man nicht spielen sollte, war wohl hier das Umbiegen. Hier hat nämlich dann eigentlich weiß keine Möglichkeit da zu schneiden. Denn hier sind ein paar Defekte zu viel. Schwarz hatte ja auch schon die erste Möglichkeit für ein schönes Tsuzuchi. Schwarz hat hier angelegt, aber noch ein bisschen schöner, eben weil Weiß hier einen Schnitt hat, ist dieser Zug. Wenn Weiß dann da schneidet, was er eigentlich machen muss, sonst hat er ja irgendwie nur getrennte Stellung, oder hat sie nur getrennte Stellung, dann ja, schneidet Schwarz eben da. Und ja, wenn Weiß irgendwas hier in der Ecke machen will, dann kommt halt hier Natari und die drei sind weg. Das geht also nicht für Weiß. Und wenn Weiß jetzt hier irgendwie da deckt, dann kann Schwarz hier spielen und könnte natürlich hier einfach in der Ecke Punkte machen. Aber wenn wir schon so weit sind und bei Tsuzuchi, dann können wir uns das hier auch nochmal angucken. Einfach weil es so schön ist. Dann kann Schwarz dann doch diese Steine hier wieder anbinden. Hier kann Weiß aber eventuell den spielen, ne? Jetzt muss Weiß hier schlagen, Schwarz schlägt hier und Weiß muss eigentlich zurückschlagen. Na gut, und dann sind hier vielleicht doch nicht so viele Augen für die schwarze Gruppe. Also so schön, dass Tsuzuchi auch ist, vielleicht hat Schwarz sich da gerade sein eigenes Grab geschaufelt oder ihr eigenes Grab. Aber in diesem Fall war ich es ja. Also spielen wir doch lieber vielleicht nur von der Seite. Ist aber gut genug, weil es einfach jetzt die ganzen Punkte in der Ecke hat. Die Gruppe ist sicher. Und Weiß muss hier ja auch erstmal noch zeigen, was sie außen erreichen kann. So, das war also schon mal das erste verpasste Tsuzuchi. Weiß hätte wohl auch irgendwie hier einfach nochmal reinstechen sollen jetzt, aber also so und dann vielleicht hier decken. Jetzt geht ja wieder irgendwie was vielleicht. Das wäre vielleicht dann ja noch ein bisschen interessanter für Weiß gewesen. Und jetzt geht hier der Kampf im Zentrum so richtig los. Und am Rand und überall. Also es brennt hier ordentlich. So, hier kann Weiß untenrum schön verbinden. Schön, naja. So, und jetzt war dieser Zug hier auch irgendwie der schwarze Zug hier auch wieder ein verpasstes Tsuzuchi. Denn hier kann Schwarz auch den spielen. Weiß kann irgendwo einen Atari geben. Schwarz opfert dann aber einfach diesen Stein. Und jetzt kann Schwarz leider nicht hier spielen, weil diese zwei Steine hängen. Aber Schwarz kann hier erstmal anbinden. Dann muss Weiß ja hier irgendwo was tun. Ich glaube, der ist ein bisschen besser sogar noch punktemäßig am Ende. So, und Schwarz kann jetzt wahrscheinlich dann doch nicht mehr diese vier Steine hier rausziehen. Aber Schwarz kann hier spielen, hier und hier. Und wenn Weiß jetzt hier im Zentrum streckt, dann kann Schwarz im Prinzip hier spielen. Ne? So. Ne, Moment. Hat noch einen schöneren Zug hier, ne? Den. So, und wenn Weiß hier spielt, ja, dann kann Schwarz hier spielen. Wenn Weiß da rausschlägt, kann Schwarz sogar diese Steine anbinden. Hier kann Weiß ja nicht spielen, weil dann der kommt. Hier kann Weiß auch nicht spielen, also Weiß hat eigentlich nur diese Chance. Oder als Alternative eventuell den, aber dann ja, gibt es ja hier halt diese zwei Steine. Und dann müssen die im Zentrum irgendwie vielleicht Augen machen oder rauslaufen, was auch immer. Das wäre also noch ein ganz gutes Ergebnis für Schwarz gewesen. Ja, und wenn Weiß irgendwie hier spielt, dann schlägt Schwarz natürlich einfach raus und dann ist hier auch schon komplett sicher und jetzt wird es wirklich vielleicht eng für diese Steine hier. Gut, es kam aber irgendwo ganz anders, ne?
Schwarz hat eben da gespielt und jetzt hat Schwarz schon so ein paar Schwierigkeiten. Das droht erstmal hier da wieder zu schneiden. Wäre da vielleicht auch interessanter gewesen, einfach zum Beispiel so zu spielen. Das droht dann hier ja den Schnitt. Zumindest hier die 5 dann abzuholen oder halt diese ganzen Steine. Das war vielleicht ein bisschen, will mich da noch nicht festlegen. Aber man hätte es eleganter spielen können. Diese weiße Gruppe hier muss natürlich auch irgendwie aufpassen. Wenn sobald diese schwarze Gruppe lebt oder komplett draußen ist, dann muss Weiß hier in Nahhand leben mit dem Diagonalzug hier, der droht zu verbinden und dann hier decken. Also noch ist das wirklich sehr kompliziert. Und hier hatte Weiß jetzt wiederum die Chance, so etwas Ähnliches zu spielen wie Schwarz da eben, nämlich jetzt hier diesen Gederzug. Wenn Schwarz einfach hier den Schnittstein fangen will, ja, dann fängt sie halt einen Schnittstein. Aber die Gruppe wird trotzdem eingeschlossen und dann ist es, glaube ich, vorbei für Schwarz. Also der Schnitt hier war wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt. Muss man vielleicht einfach hier spielen? Da muss... muss auch nicht, ne? Das ist alles hier sehr komplex. Also wenn Weiß da schneiden kann, dann hat Schwarz ein Problem. Noch kann vielleicht hier schneiden, aber dann geht halt der. Und wenn man jetzt irgendwie hier da spielt, da und hier, dann kann Schwarz vermutlich den spielen und diese Zentrumsteine von Weiß einsammeln oder vielleicht auch irgendwie sowas. Aber was, wenn Weiß jetzt irgendwie hier rausläuft? Dann muss Schwarz ja eigentlich so hier weg, ne? Schwarz kann jetzt so spielen und ist draußen, aber kann sie vielleicht auch so decken? Sieht fast so aus, ne? Das geht ja nicht. Ja, also ich bin durch diese Partie immer noch nicht so richtig durchgestiegen. Das war wirklich alles so auf Kante genäht von beiden Seiten, dass ich froh bin, vielleicht ein oder zwei Stellen erklären zu können. Der jedenfalls war nicht gut, glaube ich, und Weiß hätte den spielen sollen. Weiß hat den aber nicht gespielt, sondern hier. Und dann ging das hier erstmal flott weiter. Die nächsten schwachen Gruppen, ein Co hier, um vielleicht auf der Seite rauszukommen. So, so, so. Ja, hier hätte vielleicht Schwarz auch sofort irgendwie hier decken sollen. Weiß möchte ja wahrscheinlich immer noch nicht hier spielen, weil dieses Atari einfach zu weh tut. Und was passiert dann hier? So, dann kommt das, das und das wahrscheinlich, ne? Das sieht nicht gut aus. Lass mal hier spielen. Vielleicht sieht es nur nicht schön aus, aber funktioniert hier für Weiß da zu decken. Dann muss ich natürlich auch die Freiheiten irgendwie mal angucken. Aber das müsste eigentlich hier reichen, weil hier außen so viele Freiheiten für Weiß sind. Also hier irgendwie so ein Semi-Ei mal probieren. Das droht ja nicht wirklich hier. Das hat mit denen ja nichts zu tun, nur mit denen. Also vielleicht nur da spielen, hier spielen, hier spielen. Ja, das reicht nicht, ne? 1, 2, 3, 4 Freiheiten. Viel zu wenig. Ja. So, so. Das hat Schwarz nicht gespielt, sondern erstmal da geschlagen. Ja, so. Und jetzt kam dieses Atari. Weiß hat sofort gedeckt und Schwarz spielt da. Und hier hat Weiß jetzt eigentlich die Möglichkeit, sofort hier zu spielen.
Und dann kommt diese Gruppe hier nicht mehr raus, ne? Also gespielt haben sie da, dann diese Koderung hier einmal geschlagen und dann da, okay. So, dann haben wir da ja im Prinzip dasselbe auch in der Partie bekommen. Und Weiß sieht jetzt da hinten raus. Ja, und diese ganze Gruppe ist im Prinzip tot, glaube ich. Und damit hat Weiß dann am Ende auch gewonnen. Es ging zwar noch hoch her, auch den Rest der Partie noch, aber ja, der Fight hier ist dann doch irgendwie zu schief gelaufen. Einmal eigentlich wegen des Streckens hier, was einfach zu langsam war in der Situation. Und dann dieser Schnitt hier oben, der hat es eigentlich auch zu einfach für Weiß gemacht. Also Weiß hätte jetzt hier spielen können und die Sache ziemlich schnell beenden, glaube ich. Aber auch wie es dann in der Partie kam, lief das eben gut genug für Weiß. Ja, das war die zweite Partie. Dann schauen wir uns gleich noch die dritte und letzte an. Ja, und hier erstmal ein kleines Zoom-A-Go in Vorbereitung auf das Problem oder auf die Partie, die ich dann danach zeigen werde. Weiß am Zug und soll hier ja was machen. Erstmal sieht man ja, hier ist ein Schnitt, ne? Wenn man den aber sofort spielt, dann sieht man irgendwie schnell, das läuft sich tot hier. Da ist dann plötzlich nichts mehr möglich. Also wenn man dieses Atari noch geben könnte, eine Freiheit mehr hätte, wäre ja schön, aber kann man hier halt nicht. Und das andere, was manchmal geht, ist hier so ein Atari von der Seite zu geben, um dann hier einen Code zu spielen. Dummerweise sind hier auch schon gleich beide Steine auf Atari und das ist eben kein Code. Also das funktioniert hier nicht. Was haben wir dann noch? Der geht nicht, weil Schwarz ja von dieser Seite kommen kann. Von der Seite könnte er nicht. Dann bleibt ja eigentlich noch einer, nicht wahr? Und das ist der. Und das ist auch die richtige Lösung. Die macht im Prinzip jetzt Mi-Ai aus dem Schnitt auf E2. Und wenn Schwarz den deckt, dann kann Weiß hier nämlich ein Atari geben und sich hier diese Steine einverleiben. Ja. Und dieses Déjà-vu hatte ich gleich bei der Partie, die ich jetzt im Anschluss zeige. Ja, und diese Partie stammt auch aus der zweiten Liga. Das ist diesmal die Begegnung zwischen den Zebra-Pinguinen Berlin zweite Mannschaft und den Frankfurtern, Frankfurt oder Bembel Dojo Frankfurt. Und hier spielt mit Weiß Thomas Bittner für die Berliner mit dem falschen Account. Das ist, glaube ich, eigentlich das zweite Brett aus der ersten Mannschaft. Jetzt kommen die schon selber mit ihren ganzen Mannschaften durcheinander da in Berlin. Und eben Uwe Ramlow mit Schwarz für die Frankfurter. Also ein Kio gegen zwei dann. Das ist natürlich erstmal ein bisschen schwierig für Weiß, sollte man meinen, hier als ein Kio. Aber die Partie war ziemlich eng die ganze Zeit und hier hat Schwarz auch schon das erste Desuchi verpasst. Hier hätte Schwarz wohl diese Schnittsteine hier so ein bisschen bearbeiten sollen. So. Und wenn Weiß jetzt hier spielt, dann kann... Was spielen wir da? Ich würde sagen den, ne? Spielen wir mal hier, ne? Das sieht besser aus. Das kann Weiß jetzt ja nicht decken, weil er dann alles hier verliert. Ja, genau so rum ging's. Und wenn er hier spielt, dann ist es halt ein Ko. Und wenn er hier spielt, ist es natürlich auch ein Ko. Darum muss Weiß eigentlich hier spielen. Und ja, dann spielt Schwarz hier, Weiß da, Schwarz hier, Weiß schlägt hier. Und ist da jetzt eigentlich auch erstmal sicher. Also sowas hier geht jetzt eben nicht mehr, weil man da jetzt zwei Freiheiten hat. Und die Sache so gerade noch retten kann als Weißer. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt die Absicht von Schwarz, die definitiv zu fangen, sondern Schwarz ist hier jetzt außen stark und sicher geworden und kann jetzt irgendwie sich vielleicht mal diese Ecke angucken. Das sind zwar irgendwie drei Steine, die unter anderen Umständen vielleicht 15 bis 20 Punkte Gebiet machen,
Aber hier ist noch die Frage, für wen. Also wenn Schwarz da zuerst reingeht, dann ist er wahrscheinlich nicht tot zu kriegen hier. Also er hat, glaube ich, diesen Zug auch in der Partie gespielt. Aber ja, wenn Schwarz irgendwie nach außen rum verbindet, während Weiß irgendwie hier ja, seine paar Pünktchen in der Ecke behält, dann würde ich sagen, wahrscheinlich ungefähr gleich viele Punkte letztendlich in dieser Ecke für beide Seiten. Das ist also ein ziemlich großer Zug und wenn Schwarz Glück hat, sogar Vorhand für Schwarz das Ganze am Ende. Wie kam es in der Partie? In der Partie haben sie hier so gespielt. Jetzt sind die Steine hier alle weg. Also da war es definitiv besser, so zu spielen. Das Einzige, was Schwarz auf der Habenseite hat, ist, dass er hier mal umbiegen kann und dann hier vielleicht ein paar Punkte macht. Aber das hier ist doch wesentlich dünner geblieben als eben in der Variante. So, dann kam, okay, der Einstiegspunkt ist aber auch nicht schlimm. Funktioniert ja auch irgendwie, weil Weiß jetzt irgendwie hier nicht trennen kann, weil er zu wenig Freiheiten hat. So, Schwarz bindet an und ja, Weiß lebt jetzt hier auch mehr oder weniger. Mehr oder weniger gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Genau, jetzt hat Schwarz da diese Verbindung hier angefragt und Weiß hätte wohl einfach irgendwie jetzt hier spielen sollen oder seine zwei Augen sicher machen, denn nach dem Deckungszug hier, hier denke ich oder sehe ich kein Auge kommen. Was passiert, wenn Schwarz hier spielt? Weiß kann vielleicht einmal da reinschieben, aber das bringt nicht viel. Und nach dem Zug und dem Zug ist die Gruppe eigentlich tot. Weil das nur ein Auge ist. Was Weiß machen kann, ist hier, aber dann ist es halt immer noch ein Ko. Und ein Ko ist doch sehr teuer, wenn es um die ganze weiße Gruppe geht. Da wäre es vielleicht besser gewesen, nur diese zwei Steine abzugeben. Das sind zwar auch irgendwie 1, 2, 3 Punkte dran hinten. Hier auch nochmal 2, 3, 4. Und die 4 Punkte, also so 10 Punkte sind das auch schon, aber für zwei Züge oder einen weiteren hier zumindest, ist das, denke ich, noch okay für Weiß. Also wenn Weiß jetzt irgendwie hier spielt und dann da seine Augen macht. Ja, da hat Weiß den Bambus gemacht und Schwarz leider hier gespielt. Hat also einen Tizuchi verpasst. So, und dann geht das hier nochmal weiter. Und die Partie war halt lange Zeit, also die ganze Zeit eigentlich über ziemlich knapp. Jetzt passiert da oben, glaube ich, wieder was. Ja, das hat Weiß da auch sehr stylisch gemacht. Und Endspiel geht weiter, ne? So, der Zug ist schon ja, hält, ne? Da geht erstmal nichts. So, und jetzt war wohl irgendwie gerade die letzte Phase oder der letzte Stein im Biomi. Allerdings stehen hier noch 42 Sekunden und Weiß hat jetzt hier gedeckt, vielleicht um das Auge sicher zu machen. Aber nicht nur, dass die Gruppe dann immer noch hier mit dem Zug zwei Augen machen könnte, wenn sie dann abgeschnitten wäre, weil das ist sie nicht, also sie sind hier angebunden. Der Zug hier ist einfach ein neutraler Punkt. Das war wohl Panik, vielleicht hat er irgendwie gerade mal versucht, mit den letzten 40 Sekunden durchzuzählen und dann ist es irgendwie auf 3 Sekunden runtergelaufen und dann da gemerkt, er hat sich noch keinen Zug überlegt und einfach mal hier da gespielt. Aber dann hätte man vielleicht besser einfach irgendwas spielen sollen, zum Beispiel hier eine Vorhand, der ist auch ziemlich groß, wenn er hier ein Auge macht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Oder halt hier dieses Umbiegen, wenn er vielleicht Angst um diese Gruppe kurzfristig gehabt hat, dann ist Umbiegen oder hier runterziehen auf jeden Fall besser als da zu spielen. Ja, das war also, ja, ist kein verpasstes Tizuchi, ne? Ist einfach ein Panikzug. So, dann hat er hier umgebogen. Und jetzt ja, kam hier ein Ko. Dann wurde es nochmal spannend. Bei dem Ko hätte die ganze Zeit Weiß hier auch schon mal den Zug spielen können, um einfach um den Punkt hier zu sichern. Und das droht ja, ist ja eine schöne Drohung. Es droht ja einfach zu schneiden. Und Schwarz muss dann auf dem neutralen Punkt verbinden. Und dann hat Weiß hier gespielt. Und das ist im Prinzip die Situation,
die ich vorher gerade kurz eingeblendet hatte. Oder hat mich zumindest stark daran erinnert, ist es nicht genau. Da gibt es eben auch dieses Sizuchi hier, der jetzt droht, den Stein zu fangen, wenn Weiß da schneiden kann. Und wenn Schwarz das verhindert, so, dann kann man hier erstmal einen Atari geben. In diesem Fall sind hier zwar keine Steine zu fangen, aber vielleicht ist der dann ja auch schon wieder Vorhand. Aber was hier zu machen ist, ist da zu spielen. Und ja, dann kann Schwarz diese vier Steine nicht mehr retten. Wenn er hier spielt, hier kann er immer noch nicht hier decken, weil dann hier gefangen würde. Also das hätte schon entweder die Steine gefangen, allerdings auch nur in Nachhand eigentlich, oder eben den einen Stein auf H1 zu fangen, wenn er H2 spielt. Was Weiß hier gespielt hat, es kommt aber im Prinzip aufs Gleiche raus. Ich hatte mich nur irgendwie an das, ja, Endspiel Sizuchi oder Tötungs-Sizuchi in dem einen Problem erinnert, was ich gezeigt hatte. Und dachte, warum spielt er denn nicht Ob2? Letztendlich kommt es genau aufs Gleiche raus. Auch hier nach dem Decken. Das kann Weiß halt nicht da spielen und auch nicht da spielen, aber was Weiß machen kann, da hat er auch gespielt, das ist auch sehr schön. Ist eben irgendwann da zu spielen. Und jetzt sind genauso diese Steine nicht mehr zu retten. Also wenn Schwarz hier deckt, dann sieht man ja schon, hier kann er dann nicht mehr decken. Und wenn Schwarz von hinten anfängt, was natürlich schlauer ist, dann kann er hier immer noch nicht decken, weil dann immer noch gefangen wird. Also da ist schon eine üble Freiheitsnot. Deswegen wäre es für Schwarz vielleicht besser gewesen, statt so zu spielen, einfach das Ko sein zu lassen und hier die Punkte zu machen. Es wurde dann hier halt, wie gesagt, noch eine Weile weitergespielt und dann da. Und dann war die Partie hier vorbei, weil Schwarz aufgegeben hat, obwohl eigentlich noch ein Jiko drin war. Also die Partie ist immer noch sehr, sehr knapp und ich glaube, bei korrektem Endspiel wäre es wahrscheinlich Jiko geworden. Hier nochmal auf diesen Punkt hier zurückzukommen, da ist auch noch so ein bisschen Sizuchi-lastig diese Stellung. Wenn Schwarz irgendwann mal hier gespielt hätte, Weiß deckt hier und Schwarz dann vielleicht diesen Zug hier auch noch bekäme. Also Weiß sollte natürlich dann eigentlich nicht hier decken, sondern den noch abtauschen. Aber nehmen wir mal, er kriegt den und Weiß deckt dann hier. Was passiert dann hier? Der hier geht nicht, weil hier noch zwei Freiheiten sind, ne? Aber so gerade nicht. Und was passiert hier? Ist ja quasi so ein ähnlicher Zug wie hier unten J2. Wenn Schwarz jetzt irgendwas macht hier, dann könnte hier der Stein gefangen werden. Und wenn er den Stein hier deckt, dann kann hier, hier und hier gespielt werden. Und es geht da, glaube ich, immer noch nichts. Aber es ist jetzt irgendwie alles inzwischen Zente. Also diese ganzen Züge kriegt Schwarz hier halt einen Zente und das ist endspielmäßig dann auch nochmal ein kleiner Gewinn. Und wo wir schon bei den verpassten Sizuchis sind, hier hat mir die KI auch noch einen Zug gezeigt, auf den ich im Leben nicht gekommen wäre. Und das wäre, man kann das Ding auch so decken. Ja, der geht nicht, dann kommt wieder das gleiche im Prinzip mit Zugumstellung wie vorher. Und hier, 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 dann ist er auch irgendwie genau auf dem richtigen Punkt. Und hier, ja, kann man zur Not auch wieder hier decken. Und jetzt hat Schwarz sogar noch irgendwie das Problem, dass er dieses Atari nicht mehr geben kann vorher. Hübscher Zug da im 19. Ja, gut, aber das eigentliche verpasste Sizuchi, weswegen ich die Partie mir dann genauer angeguckt hatte, war eigentlich dieses Umbiegen hier. Der Zug hier. Für diesen Zug wollte ich es eigentlich zeigen, also diese Steine zwar auch opfern, aber schlauer. Aber diese anderen Sizuchi bzw. Endspielsituationen, die wollte ich euch auch noch zeigen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, wie auch die anderen Sachen in diesem Video. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch dafür da.
Ja, und nochmal der Hinweis zum Abschluss auf meinen neuen Merchandise-Shop, den ich auf Drängen einiger weniger jetzt mal eröffnet habe. Der Link dazu in der Videobeschreibung in diesem Video und vielleicht auch unter den nächsten Videos, die ihr hoffentlich auch nicht verpasst, wenn ihr ja abonniert habt. Bis dahin also, macht's gut. Ciao.